Jugendarbeit mal ganz anders. Konkretes aktuelles Beispiel dafür ist das Xenos-Projekt Kantig. 40 Schüler des innerstädtischen Gymnasiums, der EWS Rostock und des Goethe-Gymnasiums in Demmin haben sich zusammengeschlossen unter der Leitung und Initiative der PopKW, dem Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft MV. Und was ist herausgekommen? Ein außergewöhnliches Musikprojekt, das am 20. September in der HMT in Rostock Premiere feierte. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Kannst du kurz beschreiben, für alle, die es nicht wissen, was Kantig für ein Projekt ist? Kantig ist ein krasses Projekt. Und zwar ist es ein Anti-Nazi-Projekt. Und in diesem Projekt werden Gedichte vertont, die der Bücherverbrennung zum Opfer gefallen sind. Und das auf verschiedenste Art und Weise. Über 40 Schüler, 3 Bands und 13 Dozenten haben gemeinsam das Projekt Kantig, wenn Besiegtes neu erscheint, auf die Beine gestellt. Am 20. September wurde in der Hochschule für Musik und Theater die Premiere gefeiert. Ob als Rockband, Hörspiel, Rap oder klassischer Chor, die Interpretationen der verfemten Texte deutscher Dichter sind vielfältig. Initiator des außergewöhnlichen Projektes war die PopKW Rostock. Als musikalischer und künstlerischer Leiter fand sich neben Christian Cuzio schnell der gebürtige Erfurter Lorenz Liebold. Am Anfang war, wie gesagt, die Idee, Gedichte zu vertonen. Dann mussten erstmal Gedichte her. Da habe ich Lorenz Liebold gefragt. Der hat dann Bücher gewälzt. Also ich habe das Projekt dramaturgisch betreut als Schauspieler. Ich bin ja Schauspieler von Haus aus und habe deshalb geguckt, dass die Texte schön sind, dass wir schöne Gedichte auswählen und jetzt für die Bühne die Bühneneinrichtung gemacht und die Hörspielworkshops betreut. Die Gedichte wurden so arrangiert, dass sie die Geschichte Deutschlands von der Weimarer Republik bis in die ersten Nachkriegsjahre erzählen. In den Workshops sind die Texte von Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky und vielen anderen gemeinsam von Schülern und Dozenten bearbeitet und vertont worden. Aber auch 2 Texte pro-nationalsozialistischer Dichter wurden verwendet. Ja, wir haben natürlich bei den rechten Gedichten geguckt, dass man die jetzt nicht einzeln extrahieren könnte aus dem Gesamtkonzept und dann irgendwie für eine rechte Propaganda verwenden könnte. Also dass wir sie so verfremden und so bearbeiten, dass sie dann eben für Propagandazwecke für Rechte nicht taugen. Und da haben wir sehr, sehr drauf geachtet und sehr viel drüber gesprochen. In seinem Hörspielworkshop vertonte Lorenz Liebold mit den Schülern einen der rechten Texte so, dass er in einem vollkommen anderen Licht erscheint. Das Stück, was wir machen, heißt Marsch ins Dritte Reich. Und wir haben eben geguckt, dass dieser Marsch kein heroischer Marsch wird, der auf den Sieg zielt, sondern dass das schon ein Marsch ist, wo man weiß, dass der in den Untergang geht. Also sehr gruselig. In unerhörtem Siegeslauf. Ganz anders wurde der 2. nationalsozialistische Text bearbeitet. Unter der Leitung von Susi Koch wird das Gedicht Braunau als Marschlied von 2 Chören gesungen. Nicht der Gruselfaktor steht hier im Vordergrund, sondern die ironische Übertreibung. Da habe ich mir überlegt, dass man eigentlich nur da so ein richtiges marschähnliches Volkslied machen kann. Also dass das halt so richtig überzogen ist, so wie man sich früher halt die Bund deutscher Mädchen oder so vorgestellt hat. Wir haben das schon so inszeniert auch, glaube ich, dass man das nicht falsch versteht. Also die Jungs marschieren dann auch dazu so ganz abgehackt über die Bühne. Und also ich glaube schon, dass man das eigentlich nicht falsch verstehen kann. Das ist schon wirklich sehr überzogen und ironisch. Bühne statt Klassenzimmer. Das Projekt Kantig schafft es, Deutsch-, Geschichts- und Musikunterricht zu verbinden und spannend zu gestalten. Die Texte aus der Nazizeit in Deutschland sind heute aktueller, als man meinen könnte. Man denkt nicht, dass die 80 Jahre alt sind, die Texte. Weil das könnte auch heute geschrieben worden sein und nicht von Herrn Kurt Tucholsky. Und das gibt einem irgendwie zu denken und ist auch irgendwie logisch, dass dann irgendwie auch die NPD Möglichkeit hat, in den Landtag einzuziehen, wenn das so ungerecht zugeht in unserer Gesellschaft. Aus der Vergangenheit lernen, indem man alte Texte in neuem Licht erscheinen lässt und die Musik eine ganz besondere Rolle spielt. Viele von den Gedichten werden ja im Deutschunterricht behandelt. Aber wenn man die liest, dann liest man drüber weg. Und ich selber für mich selber hat das nicht die Wirkung wie ein Song, den ich höre, wo dann auf einmal ein Liedtext kommt, der mich so niederschmettert, weil er natürlich durch die Musik so unterstützt wird. Nicht mehr zusammenstehen.
wollen wir wohl auseinander gehen. Keine Charaktere in unserem Revier. Na, ihr nicht, aber ihr. Kantik on Stage, ein besonderes musikalisches und emotionales Ereignis. Um das Projekt weiterzuführen und mehr Menschen bekannt zu machen, wurde nach den Workshops eine CD aufgenommen. Also ich hoffe, dass die CDs jetzt wirklich an Schulen gehen und Schüler und Jugendliche sich das viel anhören, Lust haben, sich mit der Thematik mal wieder zu beschäftigen, ohne immer diese moralischen Keulen und diesen ganzen Betroffenheit, die da immer so im Raum hängt, wenn es an diese Thematik geht. Und dass wir die halt musikalisch so umsetzen, dass die Kids von heute das auch vertont eben gut finden so. Und da wieder Bock kriegen, sich mit diesen Texten und diesen Autoren zu beschäftigen. Kantik ist es wert, gesehen und gehört zu werden. Die finanzielle Förderung durch die Bundesinitiative Xenos läuft aber Ende September aus. Damit es nach den ersten beiden Auftritten in Rostock noch weitere geben kann, braucht die Pop-KW somit Hilfe durch begeisterte Konzertbesucher. Die CD gibt es kostenlos, doch jede Spende, um das Programm am Leben zu halten, ist gern gesehen. Für ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Ohren und Augen zu öffnen. Mit wessen Schweiß der Gewinn erzielt wird!